Jo Leute, Sneute und willkommen heute zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Also um mal ganz locker in das heutige Video einzusteigen, ihr wisst, ihr kennt alle McDonald's. Es ist halt dieser scheiß Fastfood-Restaurant, wo man eigentlich nur suff um 3 Uhr nachts hingeht. Außerhalb dieser Zeit ist McDonald's für mich tabu. Na, auf jeden Fall, dieser Laden existiert ja eigentlich überall. Also du siehst den immer in der Innenstadt oder da halt, wo die meisten Menschen sind. Und für die Nicht-Hannoveraner, allein hier in Hannover haben wir in der Nähe von vielleicht mit mindestens 5 Minuten Abstand vier verdammte McDonald's. Ich habe die jetzt mal hier in dieser Karte eingezeichnet, damit ihr versteht, wie verdammt nochmal nah das ist und wie viele McDonald's es eigentlich hier gibt. Aber was hat das wieder mit McDonald's zu tun? Ja, genau nichts. Es hat nichts mit McDonald's zu tun. Aber warum spreche ich das jetzt hier an? Hier geht es eher darum, dass jedes Mal, wo ein McDonald's ist, gleichzeitig auch viele Menschen da sind. Es bildet sich dann die Frage, wer würde eigentlich neben einem McDonald's, wo viele Menschen sind, um 15 Uhr in der Innenstadt bei ungefähr 30 Grad, also war wirklich gestern todeswarm, ich habe mich sogar gesonnt, versteht ihr? Wer würde bei diesen vier Aspekten ein Juwelier ausrauben? Genau das ist gestern hier in Hannover passiert. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, aber der Laden heißt Altinas. Und das ist derselbe Juwelierladen, wo ich mir hier mein Ohrring stechen lassen habe. Der hat nur 5 Euro gekostet. Wo finde ich einen Juwelierladen, der mir 5 Euro Ohrdingens da stechen lässt? Versteht ihr das? Ich wollte noch ein zweites haben. Aber es geht jetzt nicht um mich, sondern ich erzähle euch jetzt mal, was eigentlich passiert ist. Wie genau es passiert ist. Also, wie gesagt, gegen 15 Uhr betreteten zwei maskierte Männer diesen Juwelierladen. Erstmal haben sie natürlich die Beute geholt mit einem Hammer, bam, 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 Vitrine, Vitrine, Vitrine und ganze Schmuck zu sich gerissen. Als sie dann wegflüchteten, hat noch ein Typ von den beiden einen Schuss fallen lassen. Also das heißt, diese verdammten Wichser waren bewaffnet. Und es ist immer so ein komisches Gefühl, wenn man in einer Stadt wohnt und dann sowas passiert. Letztens erst vor einigen Wochen ist ein Amoklauf in Peine passiert. Und das war schon ein bisschen komisch für mich, weil das das Nächste ist, was ich jemals in Amoklauf mitbekommen habe. Und es ist einfach ein komisches Gefühl. Und man hört diesen Schuss auf Video. Ich will das jetzt hier nicht alles abspielen, aber ihr könnt das easy suchen auf TikTok, auf YouTube. Schreibt einfach Hannover Juwelier ausgeraubt. Und dann gibt es zwei, drei Videos, die das so alles ein bisschen von außen auch nochmal besser zeigen. Naja, und jetzt fragt man sich, wie sind diese Männer eigentlich geflohen? Mit einem Helikopter. Mit einem Auto. Oder vielleicht, weil es die Innenstadt ist, doch lieber mit einem Motorrad. Sie sind mit einem Damenfahrrad geflohen. Diese zwei Männer sind mit einem Damenfahrrad geflohen in der Innenstadt um 15 Uhr am Steintor. Und noch wieder eine weitere Info für die Leute, die nicht in Hannover wohnen. Steintor ist die Polizeiecke. Die Ecke, wo alle sind. Die Ecke, wo Drogen verkauft werden. Wo Juwelierläden sind. Also eigentlich da, wo Polizeipräsenz da sein muss. Hier nochmal ein Screenshot, wie nah die Polizeistation eigentlich an der Stelle wieder war. Ich weiß echt nicht, was ich von dieser ganzen Sache halten soll, weil irgendwie schockiert mich einfach das Ganze. Dieses Video ist auch vielmehr so ein Fragezeichen, wie es eigentlich passieren konnte, dass die geflohen sind mit einem verdammten Damenfahrrad. Ihr dürft nicht vergessen, es war ein Damenfahrrad. Das sieht man alles auf dem Video, wie dieser verdammte Typ mit einem Damenfahrrad wegfährt. Nein, diese Vorstellung, dein Mitarbeiter wurde gerade angeschossen. Und die Diebe sind mit einem verdammten Fahrrad geflohen und die Polizei hat es nicht geschafft, diese Diebe zu fangen. Es ergibt alles für mich keinen Sinn. Also viele Fragen sind da offen. Ich wünsche allen Verletzten eine gute Besserung und auch dem Laden, dass er sich davon auch schnell erholt, weil ich brauche wieder diese 5 Euro Ohrringe. So anders komme ich auch nicht im Leben voran. Danke an alle, die das Video bis zum Ende geschaut haben. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, damit ich ein bisschen mehr hier Aktivität zeige. Ich brauche Input, um Output zu geben. Und falls es Themen gibt, die euch interessieren oder mich interessieren könnten, schreibt sie mir gerne über eine DM oder in die YouTube-Kommentare. Und ja, passt auf euch gut auf.